Um mit dem Feldsanitäter von Level 12 auf Level 13 zu kommen, müssen wir im Camp Phoenix auf Golem Island 15 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Einmal 5 Gegner auf einmal töten und einmal 4 Gegner innerhalb von 15 Sekunden mit Kopfschüssen töten. Das klingt zum ersten Mal nicht total unmöglich. Ja, und das Camp Phoenix ist hier. Ich hab mich hier am Sektor 2 Biwak ausgeruht und wir werden jetzt den Weg zum Camp Phoenix antreten. Ich rüste schon mal C4 aus für den Fall, dass mir ein Fahrzeug entgegenkommt, denn in denen sitzen auf Golem Island fast immer 5 Personen. Und da steht ja nur, ich soll 5 Gegner auf einmal töten. Egal wie. Ich muss nur erstmal zur Straße kommen und nicht die falsche Richtung laufen. Und wenn ich eine Patrouille finden würde mit 4 Leuten, dann wären auch die 4 Kopfschüsse schnell erledigt. Die kann ich aber ja sogar tatsächlich machen, wo ich will, ne? Wo ist denn die Straße, sag mal? Ach, ich laufe parallel zur Straße. Da, und da ist auch gerade eine Patrouille. Glaube ich. Ich meine, ich hätte da was gesehen. Ja. Da ist eine Patrouille. 15 Sekunden. Ich warte, bis sie stehen bleiben. Oder auch nicht. Mist. Ich seh nix, Mann. Zack, das waren die 4 Kopfschüsse. Sehr nice. So, laufe ich in die richtige Richtung? Jo. Hab doch gesagt, die 4 Kopfschüsse. Mit einer Patrouille ist das kein Problem. Es hätte mir nur beinahe noch die Dingens einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, jetzt biegen die ab, Alter. Die Pflanze. Man sieht ja nichts mehr, wenn man in einer Pflanze schießt. Oder durch eine Pflanze schießt. Da fliegen so viele Blätter rum. Hat man einfach gar keine Sicht mehr. Aber so ist das eben, wenn man sich wie eine Pussy im Farn versteckt. Kommt vielleicht noch ein Fahrzeug oder so? Nee. Schade. Naja. Schauen wir mal, dass wir zum Camp Phoenix kommen. Das da oben. Jo, genau da ist das. Zwei Proteine. Grasen friedlich vor sich hin. Patrouille. Irgendwo. No visual. Hallo Proteine. Komm, du kannst doch da hoch. Sag mal. Er kann nicht da hoch. Ich werd wahnsinnig. Jetzt geht er hoch, Mann. Geht doch. So, 15 Gegner ohne entdeckt zu werden. Mit dem Sunny. Dafür würde ich tatsächlich eine Sensorgranate ausrüsten. Gegner da? Okay. Bin ich hier überhaupt schon nah genug am Camp Phoenix dran? Ja, theoretisch bin ich drin. Theoretisch. Weil ich schon fast die Vermutung hätte, dass das Camp, das eigentliche Camp, erst da oben anfängt. Ich habe wieder Frame Drops, sag mal. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh, da will jemand Action. Oh ja, genau, ich bin hier perfekt getarnt in diesem Strauch. Oh, eine Kiste. Die Kisten werden mein Tod, ich sehe es kommen. Verstanden. Die
Tito. Da oben laufen Leute rum. Werf mal da sowas hin. Kein Kontakt hier. Scharfschütze da oben im Turm. Gerade außerhalb von dem Ding ist. Fliegt das Teil hier denn hin? Nicht weit genug, ne? Zu berichten. Da kann ich es reinwerfen. Oh, da sind aber viele. 5 Stück. War nicht die schlauste meiner Aktionen, aber... Keine Aktivität, oh shit. Hier auch nicht. Ich hatte gehofft, hier wäre mehr Deckung. Und der Scharfschütze da oben. Und da vorne noch einer. Gibt es hier Deckung? Es gibt fast keine Deckung hier. Alter, jetzt weiß ich, wo da die Herausforderung steckt. Shit, muss weg. Zählt das als entdeckt worden? Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob das als entdeckt... Ich wurde entdeckt zählt. Okay, die wissen nicht, dass ich da bin. Also die wissen, dass ich da bin, aber die wissen nicht, wo. Das ist schon mal gut. Ach, wie froh wäre ich. Ich hätte da hinten eine Mine hingelegt. Lalalala, ich bin nicht da. Aufpassen. Oh, scheiße. Das war so unnötig. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen. Ich habe nicht so unendlich viele von denen. Jetzt habe ich keine mehr. Na gut, dann kann ich auch wieder die Minen ausrüsten hier. Das waren 3, ne? 4. 15 Stück brauchen wir. Eieiei. Shit. Zum Glück ist die Vidyas ziemlich leise. Nein, ich wurde entdeckt. Verdammt. Er mich halt sofort, instant gesehen hat. Ja komm, da kann ich mich aufsprengen. Ihr kriegt mich nicht le... Vielleicht auch doch. wie er halt instant geschossen hat. Sein Kollege kriegt einen Kopfschuss und noch bevor der Kollege, der den Kopfschuss kassiert hat, realisiert hat, dass er tot ist, hat der andere schon geschossen. Ich hätte sollen hinten dran den zuerst erschießen. Hätte er sich vielleicht umgedreht. Ja, Protein, tut mir leid. Ich brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber hey, Vorrat. So, aber ich mache es wieder so ähnlich. Ich rüste mir jetzt aber anstatt der EMP-Granate die Sensorgranate aus und lese mir nochmal durch. Töten. Das heißt nur töten. Also ich kann, ich darf Simultanschussdrohnen benutzen. So interpretiere ich das. Vielleicht sollte ich mal ausnahmsweise mal wieder die Drohne auspacken. So, da haben wir einen drin. Okay. Ansonsten... Da sind Raketengedöns, Flugabwehrgeschütz. Und ansonsten ist hier oben nichts. Außer der Scharfschütze. Das ist schon mal gut. So, er ist da drin. Warum sind die Wolves eigentlich alle männlich? Ist das irgendeine tiefere Bedeutung oder? Ist das einfach nur Sexismus? So, das war der.
Das war der. Nummer 2. 13. Noch 13 übrig. So. Achso, mit Handschuhstrohnen wollte ich doch. Hier. Nummer 1. Sehe halt nichts sonst hier. Oh, da kann man durchgucken, das ist nicht so gut. Zwei. Wo ist der dritte Freiwillige? Komm, kannst du nicht diese kleine Stufe da hoch? Herr Elite-Soldat. Da oben. So, da haben wir 3. Gut. Wir warten, bis die Nummer 2 da wieder ein bisschen rauskommt. Weil ich habe da hinten keinen Überblick, ob die Leiche entdeckt wird. Da oben bei der 3 habe ich auch gar keinen Überblick, aber... Wo läuft der rum? Da. So, das wären dann 5. Vorausgesetzt... Simultanschuss-Drohnen-Kills zählen. So, 5 Gegner waren das. Brauchen noch 10. Da kommt einer. Kommt der da lang? Sitze ich halt echt doof. Ah, da kommt er. Okay, beziehungsweise steht der da. Das ist ein saudummer Spot hier. Dahin. So. Der haut wieder ab, oder was? Ah, da sind 3 Stück da unten. Und da ist die Tür offen, das heißt... Oh mein Gott, da drin sind noch mehr. Ablenkungszeit. Hat niemand gehört, verdammt. Angst da oben wegen dem Turm. Roger, verstanden. Ihr auch. Oh, das war nah. Wo ist der? Direkt daneben an der Hauswand. Vielleicht sollte ich einfach mal da drüben infiltrieren. Und dann schauen, dass ich dann halt von da drüben darüber snipen kann. Wenn möglich. Komm, du kannst doch wohl da hochklettern, Mann. Mann. Ja, sag mal, der kann da nicht hoch. Das ist einfach der größte Noob unter den Elite-Soldaten. Jetzt kletter da hoch, Mann. Geht doch. Ich glaube, es hat er persönlich genommen, dass ich Noob genannt habe. Ah, Mann, Alter. Ach, häng ich da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hallo? Das wäre Nummer 6. Würden noch 9 verbleiben. Da geht's nirgends rein. Da ist kein Gegner, okay. War vielleicht nur der eine hier. Darauf verlassen würde ich mich allerdings nicht. So, schauen wir mal. Dach ist sauber soweit. Gut. Da drüben. Lebt sonst auch nie, oder? Nein, da lebt sonst niemand. Okay. Gut.
Das war knapp. Das war verdammt knapp. So, ein paar Waffenteile. Heieiei. So. Dann das Ding hier endlich deaktivieren. So. Bin ich um einiges beruhigter. Da unten stehen ist halt. Der eine steht drin. Da unten läuft noch einer. Ich könnte ihn ja ins Haus fallen lassen, aber im Haus sind halt auch noch welche. Der Funker, der wäre wichtig. Shit. Die kommen zu mir, oder? Wenn die jetzt zu mir kommen. Nur für den Fall. Nur für den absoluten Notfall. Ich hoffe ja, dass die nicht zu mir kommen. Denn wir haben jetzt nur noch 7 auf der Liste. Ja, so. Müssten 6 oder 7. Vorausgesetzt, die 3 Simultanschuss-Drohnen-Kills haben gezählt. Natürlich rennt er jetzt los. Scheiße. Nein, nein, nicht zu mir. Warum wissen die genau, wo ich bin? Ach du heilige Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, aber sowas von. Tschüss. Du machst gleich 2-mal Bumm. Warum? Ich glaube, mit den Gegnern hier in Breakpoint wäre. Wäre sowas wie die. Das war die erste Mine. Wäre. Diese Ermittlersendung, ne? Ihr wisst schon, so Navy CIS und keine Ahnung. Wären echt langweilig mit denen. Die wüssten ja sofort, wo der Sniper war. Ohne irgendwie zu ermitteln. Kollege fällt um. Mist. Wir wissen sofort, wo der Gegner ist. Wie viele haben die Minen erwischt? Einen da. Und einen da unten. Das heißt, mit dem 3, also noch 4 oder 5. Oh, scheiße. Da kommen sie. Ich hoffe, die kommen nicht außen rum. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, irgendjemand hat gerufen, er muss weg. Da hinten sitzt einer. Da sitzt einer direkt neben der Wand. Da. Oh, das war's. Nice. Wobei, komm, sind wir schon hier, da können wir auch noch die restlichen wegmachen. Also haben die Simultanschuss-Drohnen-Kills auf jeden Fall gezählt. Sehr, sehr gut. Ja, genau, ihr müsst weg. Ja, geh du mal los. Viel Spaß. So. Wieder auf Einzelfeuer. Alter, hör mal auf, da rumzuwackeln. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann würde ich auch gerne die restlichen Kisten, beziehungsweise die eine Kiste, die mir noch fehlt hier, auch noch mitnehmen. Ich muss nur da rein, da hoch.
War es das an Gegnern hier? Nee. Irgendwas habe ich hier. Da unten ist auch noch eine Kiste. Ich weiß nicht, wo die sind. Der oder die Überlebenden. Ich mache den Schalldämpfer ab. Schalte den Zoom klein. Gehen wir einfach, ohne uns umzugucken, da rein. Hat da einer gesessen? Da? Nein. Ist hier irgendwie niemand mehr. Okay, da kann ich den Schalldämpfer ja wieder drauf machen. Es ist hier irgendwie niemand mehr. Nee, deine Kollegen sind alle tot. Es ist keiner mehr da. Wo ist eigentlich mein Gesprächspartner von eben? Ah, tot, ja, egal. So, dann haben wir hier ein paar Scale-Credits. So, und in das Häuschen ging es rein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Vielleicht gibt es ein bisschen Munition oder so, das wäre ganz nett. Ja, so ein Alexa-Ding. Wie heißt es hier noch? Schon. Steht es drauf? Faye, genau, Faye heißt es. Hey, Faye. Ein Hey-Fey-Zopf. So, und dann haben wir da unten noch eine Kiste. Oder gibt es noch eine hier? Ah, da ist noch eine Bekleidungskiste. Und ein Wolf. Eine Bekleidungskiste und die andere Kiste ist ganz da unten. Okay. Gut. Aber das können wir ja ruhig mitnehmen. Gerade noch. Weil ich meine, die 5 Gegner auf einmal töten, das wird potenziell sehr unspektakulär. Weil es wird halt einfach nur ein Fahrzeug gesprengt. Könnte ich eigentlich auch einen Raketenwerfer machen. Was macht diese Geräusche? Was sind das? Ist das das Teil? So. Und dann gehen wir mal schauen. Ach, da ist der Generator. Dann machen wir den auch mal aus. Komm, warum auch nicht? Schnappen wir uns die Kiste. Ist die auf dem Dach? Ne, da liegt es. Ist sie doch. Was ist das denn, was es hier gibt? Leichte Knieschoner Blackhawk Hose. Ja, ich habe auch noch nicht alles. Ich glaube, ich habe alles auf der Hauptinsel, aber auf Dingens. Auf Golem Island habe ich noch nicht alles. Habe ich noch nicht so viel Zeit verbracht. Hallo. War da nicht noch irgendwo noch so ein Sentinel-Fuzzi, der eben gemeint hat, jetzt ist keiner, irgendwie keiner mehr da? Da unten ist die letzte Kiste. Und danach weiß ich schon genau, wo ich hingehe. Da ist er, ich sehe sie. Oh, schade. So, einmal letzte Kiste. Von welcher Seite? Von da, alles klar. Sehr gut. Gut, dann gehen wir einfach wieder hier hin. Denn dort kommen eigentlich fast immer zwei Fahrzeuge. Ach komm, ich nehme den Raketenwerfer, oder? Ich meine, hey, was soll der Geiz? Das Auto von links kommt ja zuerst. Wenn es kommt.
Kommt. Ah, doch, da kommt's. Oh, diesmal kommt das von rechts zuerst, alles klar. Ich muss halt nur treffen, das ist es. Ach komm, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich will nicht. Oh Gott, kein Risiko eingehen. Ah, Gott, bin ich aber. Bin ich erschrocken. Ich dachte gerade, das Auto da wäre. Und. Boom, das waren nicht fünf Gegner auf einmal. Rang 13, sehr schön. Nice. Guten Tag. Haben die es überlebt? Nee. Oh Gott sei Dank. Hatte schon Angst, dass das jetzt noch für die nächste Stufe zählt. Aber ja, die nächste Stufe, Level 13 auf Level 14 in der nächsten Folge. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.